Welche zwei Spieler bietet Paris Saint-Germain zum Tausch für Randal Kolo Muani? Und kriegt Pep Guardiola jetzt seinen nächsten 90-Millionen-Star? Das und mehr in den Transfer-News von Fußballtransfers und Kick-11. Eintracht Frankfurt könnte vor Saisonstart noch ein erheblicher Aderlass im Angriff bevorstehen. Und deshalb haben die Hessen ein Auge auf Luis Muriel von Atalanta Bergamo geworfen. Der 32-jährige Kolumbianer ist ein echter Routinier und könnte als erfahrene Alternative im Angriff fungieren. Da mit Rafael Boré und Lucas Alario gleich zwei Sturmoptionen auf dem Abstellgleis stehen und Randal Kolo Muani bereits vom nächsten Karriereschritt träumt, wäre es möglich, dass Eintracht-Manager Markus Krösche in der Offensive noch ordentlich nachlegen muss. Muriels Vertrag in Bergamo läuft nur noch bis 2024. Atalanta wäre bereit, den Fanliebling abzugeben. Ein Angebot gibt es Stand jetzt aber noch nicht. Dafür müsste erst Bewegung bei den möglichen Verkaufskandidaten reinkommen. Es ist eine Never-Ending-Story. Paris Saint-Germain verliert Talente in die Bundesliga. Nach Informationen von Fußballtransfers gehören die TSG Hoffenheim und der FC Augsburg zu den Interessenten für Edouard Michu. Beide Clubs haben sich direkt an PSG gewandt, um die Konditionen für einen Wechsel des französischen U-Nationalspielers abzufragen. Im Raum stehen sowohl ein Leihgeschäft als auch ein permanenter Transfer. Für Michu hätte die Saisonvorbereitung bei Paris Saint-Germain deutlich angenehmer verlaufen können. Zwar trainiert der 20-jährige Mittelfeldspieler mit Kylian Mbappé, Jorginho Wijnaldum, Julian Draxler und Co., allerdings in Trainingsgruppe 2. Eine Zukunft hat Michu in Paris nicht und das ruft einige Vereine auf den Plan. Dazu gehört allen voran auch Leeds United. Die Peacocks sind schon seit einigen Wochen hinter Michu her. Bislang warten alle Clubs mit Interesse, aber auf eine Rückmeldung von PSG. Dort ist man noch unsicher, ob Michu nochmals verliehen oder endgültig verkauft werden soll. Frédéric Renault von Union Berlin kann sich wohl vorstellen, in Zukunft für Lazio Rom aufzulaufen. Der 31-jährige Torhüter soll seine Zusage für einen Wechsel gegeben haben. Dem Bericht von Transfermarktexperte Gianluca Di Marzio zufolge stellen sich die Berliner eine Ablöse in Höhe von 3 bis 4 Millionen Euro vor. Der Däne steht nämlich nur noch bis 2024 bei Union unter Vertrag. Gestern Nachmittag soll es zu ersten Kontakten zwischen den Vereinen gekommen sein. Ein offizielles Angebot gab es da noch nicht. Das könnte sich zeitnah ändern. Bei einem Abgang müsste Union voraussichtlich aber nochmal auf dem Torhütermarkt aktiv werden. Neuzugang Alexander Schwolo war ursprünglich nur als Nummer 2 eingeplant. Dahinter füllen Torhüter ohne Bundesliga-Erfahrung den Kader auf. Franck Kessié ist der nächste Profi aus Europa, der in der Saudi Pro League anheuert. Der Ivorer verlässt den FC Barcelona und schließt sich Al-Ahli an. Beim Club aus dem Mittleren Osten unterzeichnet Kessié einen bis 2026 datierten Vertrag. Nach offiziellen Angaben der chronisch klammen Katalanen fließen 12,5 Millionen Euro Ablöse. Den Medizincheck absolvierte der 26-jährige Mittelfeldspieler bereits am Freitag. Auf Stationen im europäischen Spitzenfußball bei Atalanta Bergamo, dem AC Mailand und Barca folgt für den 63-fachen Nationalspieler jetzt der Wechsel auf die arabische Halbinsel. Borussia Dortmund arbeitet intensiver als bislang gedacht an der Verpflichtung von Hugo Ekitike. Wie die Bild berichtet, steigen die Chancen auf einen Transfer allmählich. Der 21-jährige Mittelstürmer hat Interesse an einem Wechsel zum deutschen Vizemeister. Treibende Kraft hinter dem möglichen Transfer ist BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl, der Ekitike überzeugen will, dass Dortmund der richtige Karriereschritt für ihn ist. Bei Paris Saint-Germain steht der 1,89 Meter große Franzose noch bis 2027 unter Vertrag. Das bedeutet, der BVB müsste tief in die Tasche greifen, um Ekitike in den Ruhrpott zu lotsen. Vor einem Monat hatte PSG nach einer einjährigen Leihe noch knapp 30 Millionen Euro per Kaufpflicht für Ekitike gezahlt. Durchsetzen konnte sich der Youngster während seines ersten Jahres in Paris aber nicht. Nun kommt mit Gonzalo Ramos und womöglich auch Randal Kolo Muani neue Konkurrenz auf seiner Position. Die Chance für den BVB. Auch Eintracht Frankfurt, wo man womöglich einen Nachfolger für Kolo Muani braucht, hat Interesse an Ekitike. Genauso wie der FC Everton. Die Engländer führen laut Fabrizio Romano sogar schon konkrete Verhandlungen mit PSG. Es geht um eine Leihe mit Kaufoption. Ein solches Modell wäre auch für Dortmund eine realistisch umsetzbare Variante. Während Borussia Dortmund an Ekitike baggert, verfolgt Paris Saint-Germain mit dem Stürmer eine etwas andere Strategie. Die Pariser planen wohl ihren Vorstoß bei Eintracht Frankfurts Randal Kolo Muani mit Tauschspielern zu untermauern. Um die hohen Ablöseforderungen der Adler zu drücken, soll aber nicht nur Ekitike den Weg an den Main finden. Auch Renato Sanchez wurde optional angeboten.
Der Mittelfeldspieler ist in der Bundesliga kein Unbekannter. Mehrere Jahre stand der Portugiese, zugegebenermaßen eher erfolglos, beim FC Bayern unter Vertrag. Ob sich Frankfurt auf ein derartiges Geschäft einlässt, bleibt allerdings abzuwarten. Zumal Ekitike und Sanchez da auch noch ein Wörtchen mitzureden hätten. RB-Geschäftsführer Max Eberl und seine Mitstreiter sind auf einem sehr guten Weg, Castello Lukebas Verpflichtung über die Ziellinie zu bringen. Die Verhandlungen mit Olympique Lyon sind nach mehreren abgelehnten Angeboten inzwischen weit fortgeschritten. Eine Einigung ist ganz nah. 35 Millionen Euro Ablöse werden fließen. Der Medizincheck soll noch am heutigen Donnerstag über die Bühne gehen. Anfang dieser Woche hatten wir euch von entscheidenden Gesprächen zwischen RB Leipzig und Feyenoord Rotterdam über einen Transfer von Lucharel Getruida berichtet. Deshalb waren die Aussichten bei Lukeba eher schlechter. Das Blatt hat sich jetzt aber komplett gewendet. Leipzig setzt alles auf die Karte Lukeba und verabschiedet sich aus dem Poker um Getruida. Feyenoord war bei den Verhandlungen einfach zu gierig und forderte mehr als 36 Millionen. In Leipzig freut man sich jetzt auf Lukeba. Und der hat die schwierige Aufgabe, Joško Gvardiol auf der linken Seite der Innenverteidigung zu ersetzen. Der Kroate avancierte gerade erst mit seinem 90 Millionen Euro Abgang zu Manchester City zum teuersten Verteidiger der Welt. Nach der erneuten brisanten Wende im Poker ist der Lukeba-Deal fast fix. Zuletzt wurde es etwas ruhig um Sergio Ramos. Die Reallegende ist seit dem Ablauf seines Vertrags bei Paris Saint-Germain ohne neuen Club. In türkischen Medien geistert seit Wochen das Gerücht umher, dass Galatasaray Ramos nach Istanbul locken will. Unterschiedliche Quellen berichten von Verhandlungen zwischen Gala und dem 37-jährigen Spanier. Die Rede ist von einem ähnlichen Finanzierungsmodell wie bei Mauro Icardi. Sponsoren sollen dabei helfen, dem Abwehrchef ein ansprechendes Gehalt zu bieten. In einigen Berichten heißt es, die Parteien liegen lediglich 1 bis 2 Millionen Euro beim Jahresgehalt auseinander. Ob Ramos wirklich in die Türkei geht, bleibt weiterhin offen. Dass Galatasaray in der Lage ist, auch namhafte Spieler zu verpflichten, hat man unter anderem bei Mauro Icardi, Wilfried Zaha oder Nicolo Zaniolo in den vergangenen Monaten immer wieder bewiesen. Im Werben um Ramos müsste man sich vor allem gegen Flamengo Rio de Janeiro durchsetzen. Mit den Brasilianern war Ramos bisher am weitesten. Und auch Angebote aus der MLS und Saudi-Arabien liegen vor. Der Defensivmann liebäugelte bis zuletzt mit einer Rückkehr zu seinem Jugendclub FC Sevilla. Konkret wurde diese Idee bislang aber nicht. Manchester City bemüht sich intensiv um Lucas Paquetá. Die Berichte in brasilianischen Medien über das Interesse der Sky Blues kann unser Partner Fußballtransfers bestätigen. Von einem Angebot über umgerechnet 81 Millionen Euro ist die Rede. Der Brasilianer von West Ham United ist nach dem Abschied von Kapitän Declan Rice einer der wichtigsten Akteure bei den Hammers. Der Mittelfeldspieler kann in der Zentrale als Achter, Zehner oder sogar Sechser agieren. Die Londoner haben dementsprechend eine hohe Schmerzgrenze beim Verkaufspreis. Es ist deshalb mehr als zweifelhaft, dass die gebotenen 81 Millionen ausreichen, um West Ham zu überzeugen. Zudem wäre der Paquetá-Abgang ein sportlich großer Verlust. City müsste in Sachen Kohle also nochmal nachlegen. Allerdings hat der Guardiola-Club ein Faustpfand in den Verhandlungen. Denn nach Informationen von Fußballtransfers ist Paquetá mit einem Wechsel zu den Sky Blues einverstanden und will dort den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen. Jetzt stehen die Citizens vor der Mammutaufgabe, West Ham ebenfalls noch zu überzeugen. Wenn der Club aus Manchester sein Angebot aber nochmal verbessert, dürften die Aussichten steigen. Für uns ist dieser Transfer eine reine Preisfrage. Der erste FC Köln streckt wie im vergangenen Sommer die Fühler mal wieder nach Farid Alidou aus. Express und Kicker berichten übereinstimmend vom erneuten Vorstoß aus der Domstadt. Erste Gespräche mit Eintracht Frankfurt soll der FC schon geführt haben. Diskutiert wird über eine mögliche Leihe. Die Kölner würden dabei gerne eine Kaufoption erhalten. Die Eintracht eine solche aber eigentlich nicht zugestehen, denn vom Potenzial des deutschen U21-Nationalspielers ist man am Main weiterhin überzeugt. Alidou, der vor einem Jahr ablösefrei vom Hamburger SV gekommen war, steht in Frankfurt bis 2026 unter Vertrag. Ausreichend Perspektive wäre also auch nach einer möglichen Leihe noch vorhanden. Spielzeit sammelte der Offensivmann in seiner ersten SGE-Saison kaum. 170 Ligaminuten standen am Ende zu Buche. Die Tür für den 1. FC Köln, sie ist also offen. Serhou Guirassy steht gleich bei mehreren Vereinen hoch im Kurs. Neben Nottingham Forest sind nun auch Newcastle United und West Ham United im Rennen um den Torjäger vom VfB Stuttgart. Guirassy darf die Schwaben für festgeschriebene 15 Millionen Euro verlassen. Die Ausstiegsklausel läuft allerdings am morgigen Freitag ab. Im Anschluss ist ein Weggang nur noch mit Zustimmung des VfB möglich. In Stuttgart hofft man natürlich, dass der 27-Jährige an Bord bleibt. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth beteuerte zuletzt, dass man den Stürmer keinesfalls abgeben will.
Vertraglich ist Guirassy noch bis 2026 an den VfB gebunden. Zum Schluss haben wir nochmal eine absolute Breaking News für euch. Das zähe Ring um Harry Kane findet in Kürze wohl ein Ende. Der FC Bayern und Tottenham Hotspur haben sich laut The Athletic auf eine Ablöse geeinigt. Daniel Levy gibt nach und wird den Torjäger ein Jahr vor Vertragsende in Richtung München ziehen lassen. Ein letztes Mal muss Kane dem Deal noch zustimmen, dann kann alles ganz schnell gehen. Der englische Nationalspieler wollte möglichst vor dem ersten Saisonspiel der Spurs Klarheit über seine Zukunft erlangen. Über 100 Millionen Euro wird der Rekordmeister an Tottenham zahlen. Mit Kane selbst war sich Bayern schon seit Wochen einig. Dass der Transfer jetzt noch scheitert, ist sehr unwahrscheinlich. Es ist gut möglich, dass der Wechsel noch an diesem Wochenende über die Bühne geht. So, eure Meinung ist gefragt. Was haltet ihr von dem Angebot vom PSG? Sollte Frankfurt die beiden Tauschspieler nehmen oder lieber auf die Kohle beharren? Schreibt uns eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Das war's jetzt erstmal mit den Transfer-News für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir hören uns dann morgen wieder, also bleibt stabil und passt auf euch auf.